Lurch lugt hervor. Ja, moin Leute. Ich melde mich heute mal mit einem kurzen Video zurück. Heute mal ohne den Lurch, denn der ist im Urlaub und krank und mich hat es auch erwischt. Kaum zu glauben, aber nach 3 Jahren hat mich endlich auch das hohe C erwischt. Und naja, der erste Tag war etwas schlimm, jetzt mittlerweile geht's. Die Stimme ist noch ein bisschen untersetzt, wie man vielleicht hört. Aber wir sprechen heute mal über die Berlin-Wahl bzw. die Folgen davon. Berlin hat gezeigt, es kann noch so scheiße sein, sie werden wieder mit parlamentarischer Mehrheit Rot-Rot-Grün wählen und es ist wahrscheinlich so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir jetzt wieder eine Rot-Rot-Grüne Regierung erhalten. Das Einzige, was das hätte retten können, wäre, wenn die Grünen die Spitze erklommen hätten und dann hätte wahrscheinlich die SPD eventuell noch eine Koalition mit der CDU eingegangen, aber so wie es jetzt aussieht, werden unsere Versager bestimmt an der Macht kleben. Müsste eine lustige Steinigung werden. Man kann also davon ausgehen, dass es eigentlich genauso bleiben wird wie bisher. Der Niedergang wird weitergehen und anscheinend ist es so, dass die Berliner Bevölkerung nicht gewillt ist, diesen Treiben Ende zu setzen. Das ist so ähnlich wie in Bremen. Naja, was soll schon groß schief gehen? Gut, man kann sich natürlich fragen, woran das liegt. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Berlin dadurch, dass sie einen besonders hohen Zuzug von Leuten hat, die eher diesem kosmopolitischen Typus entsprechen, eher geneigt sind, eben die linken Parteien zu wählen, insbesondere die Grünen, ja, und deswegen eben ein hoher Stimmenanteil dort zu finden ist. Dazu hat Berlin natürlich viele Studenten, viele Personen, die nicht selber finanziell in der Kreide stehen, sondern oft durch Eltern oder andere Personen bezahlt werden. Und diese dann eben nicht so auf harte Themen blicken, sondern sich eher mit dem Bullshit beschäftigen, mit dem wir uns hier ja auch ständig beschäftigen, um ihn zu kritisieren. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Dann hat es aber trotzdem dazu geführt, dass viele Personen eben genau aus diesem Milieu sich geärgert haben, dass die Union dann doch wohl stärkste Kraft geworden ist. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass Berlin eben so dasteht, wie es dasteht. Und sich dann gefragt haben, woran das liegt. Und dann haben sich diese schlauen Köpfe mal angeguckt, welchen Bildungsabschluss die Personen haben, die gewisse Parteien wählen. Lass das einfach mal so stehen. Und das Lustige sowie Bedauerliche an der Reaktion der entsprechenden Personen ist doch eigentlich, dass unverhohlen klar wird, dass sie die normalen Leute, die Leute, die eventuell nicht aus einem akademischen Milieu kommen, mehr oder minder verachten und sie für zu blöd halten, um am politischen Entscheidungsprozess wirklich teilzunehmen. War ich kurz empört, aber scheint wohl wirklich so zu sein. Das Grundproblem der politischen Linken im Westen überhaupt und wieso sie strukturell ihre Mehrheit verloren haben. Gut, in Berlin haben sie noch ihre Mehrheit, aber mal gucken, wie lange noch. Und dann haben wir hier ein sehr, sehr schönes, anschauliches Beispiel von einer Person, wo ihr euch jetzt fragen werdet, wo hat der denn diesen Screenshot her? Denn der Typ hat alles geblockt, was auf Twitter zu blocken ist. Ich habe es mir natürlich auch nur irgendwo gezogen. Aber das zeigt doch, wie in diesen Kreisen gedacht wird. Und dann sehen wir hier zum Beispiel einen Tweet von Mario Sixtus, der Typ, der wie gesagt jeden geblockt hat, den es überhaupt gibt. Und daraus geht eindeutig hervor, dass die politisch eher rechtsstehenden Parteien mehrheitlich von Personen gewählt werden, die eine mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss haben. Und umso höher es geht Richtung Abitur oder Hochschulabschluss, ja, umso mehr wird dann eben rot-grün gewählt. Was dann eben in diesen Kreisen damit dann abgeleitet wird, dass man scheinbar intelligenter ist, wenn man wohl diese Parteien wählt. Blödsinn! Ich würde dem entgegnen, dass Leute, die wahrscheinlich eher dann im Handwerk beschäftigt sind und nicht unbedingt akademisch verkopft jahrelang an der Universität von irgendwelchen Asterspinnern, irgendwelchen Kram indoktriniert bekommen haben, vielleicht mehr im praktischen Leben angesiedelt sind und nicht so verkopft durchs Leben laufen. Nein, doch. Was natürlich jetzt auch sehr pauschal ist, weil ich zum Beispiel natürlich auch eine Universität besucht habe, aber eben durchaus diese Phänomene an der Universität mitbekommen habe, dass da einfach viele Menschen rumlaufen, die so fürs praktische Leben vollkommen an der Realität vorbeileben. Und vielleicht, weiß ich was, jemand, der Tischler oder Maler ist und der dann die Alltagsprobleme vor Ort mitbekommt und nicht am Prenzlauer Berg wie in Berlin wohnt, vielleicht mehr ein Gespür dafür hat, was eventuell falsch laufen könnte. Das ist nicht links, das ist logisch. Diese Art, wie das dann dargestellt wird, finde ich doch zutiefst überheblich und arrogant. Aber das mag man in diesen Kreisen vielleicht gar nicht mehr mitbekommen, zumal man ja auch eben wie in diesem Fall alles geblockt hat.
Und dann ging das ja noch weiter. Dann wurde das komische und abenteuerliche Demokratieverständnis offenbart, was ebenfalls in diesen Kreisen herrscht. Denn es ist nicht nur so, dass der Pöbel überhaupt ein Wahlrecht hat und es wagt, etwas anderes als rot-grüne Parteien zu wählen. Es gibt nämlich auch noch die bösen Alten. Die kleinen, miesen Dreckschweine. Wie Sixos zum Beispiel hier schreibt, dass uns die Alten wissentlich die Zukunft versauen. Und Fridays for Future oder die letzte Generation ja eigentlich viel zu brav sind. Natürlich, alte Leute, denen ist es vollkommen egal, wie ihre Nachkommen aufwachsen. Was für eine dümmlich pauschale, unverschämte Behauptung. Und da kommen wir übrigens nochmal auf diese Person, bevor wir noch auf andere zu sprechen kommen. Der Sixtus, der quasi indirekt dem Pöbel die Zurechnungsfähigkeit abspricht, die richtige Wahlentscheidung zu treffen oder die Alten dafür verurteilt, dass sie angeblich die Zukunft egal ist, ist selber fast 60 und hat gar keinen Schulabschluss. Okay, verzieh dich, du Arschloch. Ja, na los, hau einfach ab. In der Grafik, die er bei Twitter gezeigt hat, hat er ja wenigstens noch die Hauptschüler genannt, die zum größten Teil AfD oder CDU wählen. Er hat gar keinen Schulabschluss. Ist es vielleicht so, dass Leute ohne Schulabschluss nicht dann vermehrt die Grünen wählen, sondern dort irgendwie eine Funktion übernehmen? Vielleicht wäre Sixtus mit dieser Karriere ja ideal für einen Posten als Minister für die Grünen. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Die fehlende Bildung, die Arroganz und die Weltfremdheit würden auf jeden Fall schon mal stimmen. Und er war natürlich nicht der Einzige, der sich in diese Richtung geäußert hat. Schauen wir zum Beispiel hier. Frau Laura Sophie Nornheim, Leiterin des IT-Referats der Stadt München, wünscht sich, dass älteren Leuten das Wahlrecht entzogen wird, weil diese ja angeblich nicht mehr über die Zukunft bestimmen könnten. Oder was soll man sonst aus diesem Tweet interpretieren? Ist so eine Aussage eigentlich jetzt schon verfassungsfeindlich? Ja, ganz klar. Ist sowas okay, wenn man bei den Grünen ist? Oder ist das eventuell problematisch, sowas zu äußern, insbesondere wenn man parteipolitischer Funktionsträger bei einer Stadt ist? Ich kann mich noch erinnern, dass eine andere Partei sowas in der Vergangenheit in Bezug auf das Steuernzahlen gesagt hat, dass nur noch Leute wählen dürfen, die auch Steuern bezahlen. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. Führte damals zu einem Riesenskandal und war damals, glaube ich, nur irgendwie eine Idee einer Person in irgendeinem Arbeitskreis, der das irgendwie für ein Programm vorgeschlagen hat und gar nicht mal eine offizielle oder offiziell geäußerte Position. Nichtsdestotrotz sind natürlich beide Positionen in dem Sinne verfassungsfeindlich oder verfassungswidrig, aber eben medial wird das eine skandalisiert und das andere wird eben, wie jetzt in diesem Fall, zum Beispiel komplett überhaupt gar nicht beachtet. Das hat mir mal irgendwo jemand erklärt und ich werde nervös. Was mich jetzt nicht wirklich überrascht, denn die, die in den Medien das eben skandalisieren, sind dasselbe Milieu, welches dann eben solche Dinge raushaut. Aber sei es drum, ich wollte nur mal kurz in einem kleinen Video die Reaktion angesprochen haben. Ich hoffe, es hat euch auch unter den durchgefallen. Ich hoffe, er ist bald wieder dabei. Bitte auf jeden Fall gebt mir einen netten Kommentar, einen Daumen hoch, euer ganzes Geld auf Patreon. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Macht es gut, Leute. Tschüss.